Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute Total War Warhammer 2 und zwar den neuen DLC Curse of the Vampire Coast. Und wir werden uns heute mal die Vampiraten angucken. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich spiele ja bevorzugterweise Strategiespiele und insbesondere Total War Serie hat es mir sehr angetan. Die zocke ich wahnsinnig gerne und ich hatte ursprünglich nicht vor, diesen DLC zu spielen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe dann gedacht, ich gucke es mir trotzdem mal an. Ich fand das Setting jetzt nicht uninteressant und ich spiele das jetzt heute hier im Livestream. Das ist also eine Livestream-Aufnahme, die nachher auf YouTube hochgeladen wurde. Ich bitte da also zu verzeihen, dass ich auch mal hin und wieder da mit dem Chat interagiere. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die das Chatfenster einblenden wollen, werde aber die relevanten Kommentare an der Stelle auf jeden Fall immer vorlesen. Also insofern braucht ihr da keine Angst zu haben, dass euch da die Kommentare vollständig entgehen. Gut, wir spielen eine Kampagne und zwar eine neue Kampagne im Reich der Sterblichen und wir sehen, es gibt eine neue Fraktion, die hinzugefügt wurde, nämlich hier die, in Anführungszeichen, Vampiraten, das Volk der Vampirküste. Und die Vampiraten zeichnet aus, ich nenne die jetzt Vampiraten, ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht so schlimm. Die Vampiraten zeichnet aus, dass die mit ihren Schiffen rumfahren können. Wenn die Seegefechte machen, werden das aber Landgefechte sein, zumindest ist es noch aktuell der Stand des Spiels. Ob das nochmal geändert wird, weiß ich nicht. Man kann aber, also es wird tatsächlich dann in dem Zusammenhang keine Autoschlachten geben. Das finde ich ist auf jeden Fall mal ganz wichtig. Vorher war das ja nur möglich, dass es diese automatischen Schlachten gab, hat man jetzt geändert. Und die können auch ihre legendären Flotten ausbauen wie regelrechte Festungen. Das ist eigentlich auch ein neues Feature, was es gibt. Die haben selbst auch noch neue Elemente der Spielmechanik. Infamie zum Beispiel. Es gibt so ein Ranking-System, wer der berühmt-berüchtigste Pirat ist. Und mit Infamie kann man sich Sachen kaufen. Es gibt Piratenbuchten, wo man Piratenverstecke errichten kann. Und es gibt besondere Artillerieeinheiten und besondere Fernkampfeinheiten mit gesteigerter Feuerkraft. Das zeichnet die Vampiraten auch auf jeden Fall aus. Wir spielen den Luthor Harkon. Er hat einen Malus auf diplomatische Beziehungen mit Echsenmenschen. Führerschaft plus 8 beim Kampf gegen Echsenmenschen. Und er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Das heißt also, er wird zufällig, eventmäßig Eigenschaften bekommen. Seine Magieresistenz beträgt 25% Bonus für alle Einheiten in seiner Armee. Und wir bekommen in der lokalen Provinz, in der er sich aufhält, eine erhöhte vampirische Korruption, was es uns natürlich dann auch ermöglicht, diese Vampirregimenter oder Vampirküstenregimenter auszuheben, ähnlich wie das bei den Untoten auch der Fall ist. Und André, wow, danke für die Donation auf jeden Fall, das ist echt mega cool von dir. Da muss ich mich jetzt auf jeden Fall mal ausdrücklich bedanken. Ja, Fantreffen in Berlin wäre auf jeden Fall mega nice und wir nähern uns dem Ziel auf jeden Fall. Ich war auch schon lange nicht mehr in Berlin und möchte auch gerne nochmal hin. Wäre auf jeden Fall cool. Okay, wir sehen also hier, er hat ein paar besondere Einheiten dabei. Die aufgedunsene Leiche, das ist eine Einheit, die man so YOLO-mäßig explodieren lassen kann. Die macht einen ziemlich heftigen Schaden, also ist eine coole Einheit, eine Selbstmordeinheit. Dann hat er die Deckwerfer, eine besondere Einheit fliegender Fernkämpfer. Das ist eigentlich auch eine sehr lustige Einheit. Und er hat die Leitheimsucher, eine monströse Infanterie, die ist ziemlich stark, wie ich finde. Und ihr seht auch, ne, verbreitet Entsetzen, ist ein Schleicher. Ist gut gegen Infanterie geeignet und hat einen heftigen rüstungsdurchdringenden Schaden von 100. Also das ist eine ziemlich coole Einheit auf jeden Fall. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe jetzt also nicht die Zeit genutzt und das hier tagelang vorher gespielt. Das ging bei mir arbeitstechnisch nicht und weil meine Kinder krank waren, um die muss ich mich heute Abend eventuell auch kümmern. Insofern wird es hin und wieder mal eine Unterbrechung geben, denke ich. Das bitte ich dann zu entschuldigen. Es gibt noch Graf Noctilus, auch einer der einzigartigen Kommandanten. Ich wurde jetzt gebeten, diese Helden nicht so ausführlich vorzustellen, deswegen mache ich das hier nur sehr überblicksartig.
Es gibt Aranessa Saltspire, sehr schön hier mit den zwei Holzbeinen übrigens, die auch eine legendäre Kommandantin ist und eben noch hier mit einer besonderen Infanterie aufwartet. Und dann gibt es noch die Ertrunkenen, das stelle ich mir auch noch als eine ziemlich coole Fraktion vor, von Clystra Direfin. Das ist sicherlich auch noch eine sehr coole Fraktion. Da gibt es einige, die mich fuchsen. Wir versuchen es auf jeden Fall heute mit Luthor Harkon. Und ja, ich würde sagen, die Schwierigkeit ist korrekt eingestellt. Ne? Starten wir mal durch in die Kampagne. Und ich sag nochmal Flavius Honorius Augustus, vielen Dank für den Sub an der Stelle. Auf jeden Fall Artwork-mäßig. Sehr cool, finde ich. Gefällt mir. Ursula von Ariel. Hm, wer weiß. Wer weiß, Mr. Skull. Legend 3 fragt, ob Vampiraten Gold oder Blutkonserven klauen. Ich würde vermuten, beides. Und wahrscheinlich zu gleichen Anteilen. Seid gegrüßt, Erzgroßadmiral. Die Ozeane warten nur darauf, von Piraten geplündert zu werden. Und ihr als Gründer der Vampirküste solltet unverzüglich in See stechen. Im Norden jedoch entzieht sich eine Besatzung eurer Befehlsgewalt. Lasst sie für ihre Untreue auspeitschen. Und zwar als Warnung an alle, die mit dem Gedanken an eine Meuterei spielen. Die Meere dieser Welt sind grausam und tödlich. Aber der Galionenfriedhof sucht wahrlich seinesgleichen. Seid dort auf der Hut, Exzellenz. Denn er hat schon viele große Schiffe verschlungen, die ihm zu nahe gekommen sind. In den heißen Wüstendünen im Süden schmieden die Anhänger des Nagash Pläne für dessen Rückkehr an die Macht. Ihre Begierde könnte sich als nützlich erweisen, um ein Bündnis der Toten zu bilden. Am anderen Ufer herrschen die Elfen und diese verhassten Echsen über die Dschungelstädte. Wie ihr wisst, gibt es dort reichlich Gold und Ressourcen zu holen, um eure Flotte auszubauen. Ihr müsst dabei nur den verfluchten Schatz meiden. Fürst Harkon, ich weiß, dass ich nicht zu euch allein, sondern zu den vielen Persönlichkeiten in eurem zerrütteten Geist spreche. Manche halten dies für eine Schwäche oder einen Fluch. Doch man kann nie genug haben, genau wie bei Golddublonen auch. Lichtet den Anker, vereinigt euch und startet euren Plünderzug. Ja, auf jeden Fall erstmal sehr cool. Die Idee, diese Fraktion so zu kreieren, ne? Also wir sehen hier, ist noch nicht alles fertig, ne? Das ist eine Pre-Release-Version. Ich bitte das hier zu berücksichtigen, ne? Das liegt auch daran, dass ich das jetzt auf Deutsch spiele. Auf Englisch könnte das Spiel auf jeden Fall bereits fertiger sein. Wir bekommen unsere erste Mission. Wir sollen den versteckten Schatz finden. Und dann bekommen wir 150 Punkte Infamie und außerdem noch mal ein bisschen was für unsere Schatzkammer. Dann haben wir ein Kapitelziel. Wir sollen 4 verschiedene Siedlungen plündern, besetzen oder niederreißen. Dafür bekommen wir auch Geld. Und den Sprecher, ja, den klicke ich jetzt mal weg. Ihr seht hier übrigens, da ist dieses Infamie-Level. Wir sind momentan an letzter Stelle. Das macht nichts. Es gibt noch diese besonderen Piraten, die Seemannslieder haben. Das ist auch eine besondere Queste. Wenn man die besiegt und denen diese Seemannslieder abnimmt, dann bekommt man halt auch nochmal besondere Sachen. Ich will jetzt aber hier definitiv nichts zum Late Game irgendwie spoilern. Gebe also in erster Linie mal nur den Inhalt wieder, von dem man mir jetzt mich auch gebeten hat, dass ich den wiedergebe. Ihr seht, Baron von Histi ist der mächtigste Pirat momentan, 10.000 Infamie, hat auch ein Seemannslied und ich sage Molagbal TV, vielen Dank für den Follow an der Stelle übrigens. Okay. Ja, wir finden uns hier an der Vampirküste wieder. Und hier oben sind die Elfen. Hier unten sind ganz viele Echsen. Also das heißt, wir haben potenzielle Kriegsgegner bei uns in der Nähe. Ich
Hab mir übrigens jetzt hier an dieser Stelle auch vorgenommen, ich möchte gar nicht so ein Hehl draus machen, dass ich das hier jetzt nicht mit viel Vorerfahrung spiele, sondern es ist natürlich so ein bisschen, also es ist ein bisschen blind gespielt, würde ich schon sagen. Ich kenne das Spiel ziemlich gut und kann mir, glaube ich, schon so ein Bild davon machen. Oder ich weiß schon so, welche Einheiten man rekrutieren soll und so weiter. Und ich habe mir auch schon so einen Plan gemacht, wie wir hier vorgehen können. Sage ich euch auch gleich noch was dazu. Aber ich möchte keinen Hehl draus machen, dass ich hin und wieder auch mal laden werde in dieser Kampagne. Deswegen spiele ich es auch nicht auf legendär. Aber auf sehr schwer ist es immer noch, ja, immer sehr schwer. Und das macht jetzt nicht den größten Unterschied aus. Okay, also ihr seht hier unsere Städte in der Vampirküste. Pockenmarsch müssen wir einnehmen, damit wir diese Provinz vollständig bekommen. Die Blutsümpfe müssen wir bei Zeiten dann kolonisieren. Das wird uns ein bisschen Geld kosten. Und ihr seht hier unten, können wir uns mit dem Orden der Lehrmeister anlegen. Und dann können wir hier eine weitere Stadt kolonisieren, wenn wir wollen. Die Blutsümpfe zu kolonisieren, das wird uns eine Stange Geld kosten. Das müssen wir erstmal ausgeben. Wir könnten jetzt zum Beispiel halt schon mal hier hingehen und diese Armee hier angreifen. Wir sehen, 8 von 20 Einheiten sind momentan drin. Wir haben selbst 8 von 20 Einheiten. Da wir es aber auf so einer hohen Schwierigkeitsstufe spielen, möchte ich das noch ein bisschen anders machen. Ich werde gleich noch ein oder zwei Einheiten an Söldnerregimentern rekrutieren und dann diese Einheit attackieren, damit ich auch noch hier für Pockenmarsch noch ein bisschen was an Söldnern über habe. Vielleicht machen wir das aber auch mal als allererstes. Ich werde nochmal ganz kurz mein Tastaturprofil updaten. Ich spiele das hier nämlich mit meinem wunderschönen Orbweaver Chroma Gaming Pad von Razer. So, und für das Spiel hier möchte ich sagen, das Profil kopieren wir einmal und ich nenne es TWWH2. Achso, Moment mal, stopp, nee, wir löschen das. Wir nehmen das Rome 2 Profil und kopieren das, weil die Steuerung ist identisch. So. Und dann verbinden wir das auch schnell mit einem Programm. Geht gleich weiter, keine Sorge, geht schnell. So, Dalle. Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig, ne? Ja, Wolsen. Dieses Orbweaver Gaming Pad war übrigens gesponsert von den Twitch-Zuschauern. Da nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an der Stelle. Okay. So, muss gerade mal gucken. Nee, Moment, das hat er noch nicht geladen. That is not correct. Wählen wir meine Rum 2 Profil aus. Komisch, aus irgendeinem Grund will er jetzt hier chatten, ne? Ah ja, okay, gut, aber das hier geht. Ja, doch, das geht doch. Okay, alles klar. Ne, das läuft alles. Okay, gut, wir können loslegen. So, die kleine Verzögerung bitte ich zu entschuldigen. Also, habe ich schon gesaved. Ich mach's einfach nochmal. Wir holen uns Tote erwecken. Da holen wir uns 2 Einheiten. Nämlich, einmal eine Infanterie und einfach noch so eine billige Fernkampfeinheit. Halleluja. Und dann greifen wir den Typen da oben an. Und der zieht sich zurück. Und dann greifen wir nochmal an. Und dann werden wir dieses Gefecht hier mal führen. Haha, Fire King, ja, meine Tastatur ist immer noch nicht da. Die habe ich bei Case King bestellt. Das ist ganz witzig, ne? Case King hat mir gesagt, ja, wir können das Ding nicht liefern. Wir haben keinen Liefertermin von Razer erhalten. Dann habe ich jetzt die Woche mal
Razer kontaktiert und habe gesagt, hallo, ich habe da so eine Tastatur bestellt und so, ne, wie sieht das aus, habt ihr da momentan Lieferschwierigkeiten? Sagt die, nö, alles gut bei uns und so. Jetzt habe ich Case King heute nochmal angeschrieben, ich bin gespannt, was sie mir zurückantworten. Ja, ja, sonst mache ich da mal ein paar Videos drüber, meine Erfahrungen und so, ne. Okay, ja, ich mag das mit den Bäumen natürlich nicht so gerne, die nehmen immer so viel Sicht weg. Folgende Sachen gibt es hier natürlich zu berücksichtigen. Die KI wird uns angreifen ziemlich schnell. Die KI spielt halt sehr aggressiv in dem Spiel und das können wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Hier die aufgedunsene Leiche möchte ich eigentlich nicht sofort ins Gefecht schicken, sondern die verstecken wir noch ein bisschen da hinten im Wald. Und ähnliches gilt hier für euch, also für die Leitheimsucher. Die würde ich auch gerne an einer anderen Stelle positionieren. Ne? Wobei. Also weil der ist sehr dicht dran, ne? Aber gibt es eine günstigere Position, wo wir die hinstellen können? Weil wenn wir die natürlich in den Rücken der gegnerischen Infanterie bewegen, dann wird es richtig ernst, ne? Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir auch unsere Infanterie noch hier vorrücken. Und dann haben wir ja noch unsere fliegenden Fernkämpfer. Die können eigentlich da drüben bleiben. Und Luthor Harkon stellen wir hier hin. Burks, vielen Dank übrigens für den Follow. Und Gotcha HS, vielen Dank auch für den Follow. An der Stelle, genau. Und zwar, er kann gegnerische Einheiten schwächen. Die bekommen eine längere Nachladezeit und verlieren Vitalität. Das ist eigentlich sehr cool. Ja, braucht 30 Sekunden. Es gibt zum Beispiel, ist das so, er kann, wenn er eine andere Persönlichkeit kriegt, dann kann die zum Beispiel einen Bonus auf diese Fähigkeit kriegen oder einen Malus, ne? Und sowas. Das ist eigentlich ganz interessant. Thrall, vielen Dank für den Follow übrigens an der Stelle. Ich glaube, wir kennen uns sogar. Kann das sein, dass du schon häufiger mal auf diesem Kanal hier so mit dabei gewesen bist? Mist. Obwohl, ne, Plänkelmodus passt eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht, dass mein General hier sofort gecatcht wird. Was ich eigentlich hier wichtiger fände, wäre, dass wir seine Einheiten mal mit unseren Fernkämpfern ein bisschen flankieren. Tatsächlich, ich muss mal ganz kurz ein bisschen näher rangucken. Ach, mach doch dieses Chatfenster dazu hier. Ich muss mal gerade ein bisschen näher rangucken. Warum? Wo laufen die denn lang? Horde der Zombie-Artillerie. Die flüchten irgendwie. Und der verfolgt, glaube ich, mit denen, ne? Der verfolgt die also irgendwie auch mit zwei Einheiten oder sowas. Ah, und der blockt hier zwei Einheiten weg, ne? Das ist natürlich grenzwertig für uns, ne? Da müssen wir hier noch mit der anderen Einheit dazugehen. Wir versuchen, das Gefecht zu entscheiden. Akon, laufen wir hier hoch.
Bitte schieß dem in den Rücken. Wobei das witzig ist, dass die das im Nahkampf verlieren, ne? Das kommt mir echt gerade noch ein bisschen spanisch vor. Aber gut. Ja, ja, schieß weiter drauf. Die verlieren. Ach nee, die sind jetzt in den Nahkampf gelaufen. Ich hasse es bei diesem Spiel, ne? Ich finde das echt mega blöd. Die Steuerung ist manchmal einfach ganz fürchterlich. Hau ab. Der macht dich doch kalt. So, du musst jetzt darüber. Hier, seht ihr das? Auch das ist doch ganz komisch. Diese Einheit zieht sich leider hier so... Ne, die flüchtet irgendwie aber nicht so ganz. Und sie flüchtet halt so, dass die Einheiten... Das ist echt nicht... Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht so cool. Er hat jetzt auf jeden Fall mal gesehen, dass er hier Probleme bekommt. Jetzt verlieren die das halt auch im Nahkampf, ne? Und wahrscheinlich würde er mir die Einheiten auch wegschießen, wenn ich nicht aufpasse. Bist du mal weiter auf ihn? Warte mal, kannst du nicht mehr attackieren? Flüchtet die? Weiß nicht. Der Junge hier, der ist doch platt. Who's next? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, euch bringe ich mal hier so ein bisschen dahinter. Ich hier hin. Aber schießt du bitte weiter auf ihn. Oh, Alter, da ist die Moral sofort weg. Habt ihr das gesehen? Wowza. Und hier ist die Moral auch sofort weg. Aua. Hakan, du musst da rüber. Du musst ja deinen Jungs helfen. Du bitte hier hin. Lauf du mal hier hin. Nee, nee, nee. Bitte hier nicht in den Nahkampf verwickeln lassen. Hier bitte weiter. Ach krass. Der hat mir meine... der hat mir jetzt echt meine... Meine Elite-Einheit hier mit den zwei Einheiten aufgerieben. Krass. Okay. Finde ich jetzt heftig, okay. Ist vielleicht auch nicht die allerhöchste taktische Raffinesse, aber eigentlich gehe ich doch davon aus, dass der gerade mit diesem heftigen Armor-Piercing-Damage, dass er das da schafft, ne? Ja, hol du mal ab, ey. Bevor der mir noch die Fledermäuschen da kaputt macht. Naja, den haben wir aufgerieben, ne? Hallo, du kannst ihn ruhig angreifen. Lauf mal weiter. Kommst hier hin. Ach, der reibt den auf. Der ist dann voll. Wie gesagt, ich wollte diese Leiche wollte ich jetzt nicht sofort himmeln. Greif den mal regulär an. Fürchte fast, ich muss diese Schlacht hier nochmal führen. No!
Vampire Coast prevail. Loyalty is at a premium. More husks for my crew. Kill them. Raise them. More husks for my crew. Luther Harkon. You say something? Curse my crowded psyche. Holster the galleon.